Cesare Prandelli, ein Vorzeige-Italiener, wie er im Bilderbuch steht. Und ein Trainer, der auch etwas vorzuweisen hat. Sein in der EM-Quali noch ungeschlagenes Team bestimmt in Modena von Beginn an die Partie. Rossi mit dem feinen Pass auf Cassano und eine erste Bewährungsprobe für Sergej Pareko, der ansonsten bei Wislau Krakau das Tor bietet. Die Fußabwehr zur Ecke und die ist ebenfalls gefährlich. Rossi! Und wieder eine gute Parade von Pareko. Ungeschnitten diese Szene, immer noch nicht vorbei. Andrea Pirlo abgefälscht und dann der Kopfball von Aquilani. Und warum der nicht im Tor gewesen sein soll, weiß nur der rumänische Schiedsrichter Alexandru Dan Tudor. Wir können hier kein Foulspiel vom Italiener erkennen und der Ball ist mit vollem Umfang hinter der Linie. Egal, weiterhin 0:0, die Esten hoffnungslos unterlegen. Rossi im Strafraum, immer noch Rossi, Rossi-Tor! Sein erstes in der EM-Qualifikation in der 21. Minute bringt er seine Farben in Front. Klasse gemacht vom Mann aus der spanischen Primera Division. Das findet den Beifall seines Trainers. Und auch Gianluigi Buffon, der Torwart-Veteran der Italiener, weiß, wer ein Talent ist. Dieser Junge zum Beispiel, Giuseppe Rossi, der Pfosten, rettet für die Esten in der nächsten Szene. Auffälligster Akteur bisher Giuseppe Rossi. Dann ein Einwurf und was so schnell draus werden kann, ruckzuck ist er drin, der Fußball. Das 2:0 in der 38. Minute. Maggio mit dem Einwurf. Der Verstärkungsschluck kommt zu spät. Die Vorarbeit für Cassano und Teniste wirklich nur als Geleitschutz für den Torschützen, der 3 Treffer jetzt in der EM-Quali erzielt hat. Zufriedenheit beim Publikum zur Halbzeitpause. Die Führung ist hoch verdient. Nach dem Seitenwechsel kommen die auswärts noch punktlosen Esten etwas besser ins Spiel. Aber so wirklich gefährlich ist der folgende Schuss von Tamu King nicht. Der Mann ist normalerweise beim FC Middlesbrough zu Hause. Cesare Prandelli merkt aber, dass sein Team etwas nachgelassen hat. Freistoß Pirlo in der 65. Minute. Ein Knaller an den Außenpfosten von Andrea Pirlo. Seit November zum ersten Mal wieder im italienischen Nationalteam, der Mann, der von Mailand ganz frisch zu Juventus Turin gewechselt ist. Die Italiener jetzt wieder mit einer besseren Phase. Klasse Vorarbeit hier von Montolivo für den eingewechselten Pazzini. Tor! Praktisch sein erster Ballkontakt, gerade eben erst in die Partie gekommen. Für Antonio Cassano erzielt er in der 68. Minute das 3:0. Die Italiener drängen jetzt. Von den Esten kommt gar nichts. Das ist Balzaretti und dann Pazzini, der ganz knapp verpasst, aber seit seiner Einwechslung für reichlich Betrieb sorgt auf dem Platz. Tamu Rüütli, der estische Coach, registriert, dass seine Mannschaft in dieser Phase aber auch gar nichts zu bestellen hat. Dann der Wechsel. Giuseppe Rossi geht raus, bekommt den verdienten Applaus des Publikums. Nach 80 Minuten Giovinco für ihn auf dem Platz. Die Esten körperlich noch präsent, geben immerhin nicht auf. Die Moral stimmt. Das ist Ayupera. Und er war gar nicht ungefährlich. Das weiß zumindest Gianluigi Buffon. Einmal durchpusten, lautet die Devise. Die letzte Szene aus dem Delikatessenladen, aus dem Feinkostregal. Nochmal durch die Italiener. Klasse Fallrückzieher hier von Chiellini, der aufgerückt ist in dieser Szene. Aber letztlich wird der Ball eine Beute von Pareko. Am Ende ein ungefährdeter 3:0-Erfolg der Squadra Azzurra, der auch Buffon und dem Publikum ein zufriedenes Lächeln.